Wir sind eine Generation, wir wollen einfach alles immer schnell, direkt online haben. Man braucht wirklich nur eine Idee und auf einmal hat man wirklich ein fertiges Motorrad hier. Mein Name ist Viktor Sommer, ich bin der Geschäftsführer und auch der Gründer von Black Team Motorbikes. Wir haben uns überlegt, wie wir möglichst günstig in Deutschland fertigen können, weil wir haben in dem Motorrad sehr viele verschiedene Bauteile, verschiedene Fertigungsformen. Bis wir da ein oder mehrere Zulieferer finden, die für uns passen, mit denen wir zufrieden sind, würde sehr viel Zeit draufgehen für uns. Zu schweißen hier in Deutschland ist relativ teuer. Bleche zu nehmen, die man quasi faltet und dann zusammennietet mit einer elektrischen Nietzange, das geht sehr, sehr schnell in der Montage und wir sparen uns dann auch Geld. Zoometrie war günstiger als andere Anbieter. Wir laden alle Bauteile hoch, man kann genau sehen, wie teuer sind die, was kann man mit denen anstellen, wie kann man sie weiterfertigen. Und in der Zeit, wo das Angebot erstellt wird, können wir uns auf unsere Aufgaben fokussieren. Wenn es dann passt, dann wird es bestellt. Und ein weiterer Vorteil ist, dass wir bei Xometrie die Bauteile immer nur stückweise zahlen. Sprich, wir haben ungefähr eine Stückzahl von 100 Motorrädern angefordert für ein ganzes Jahr und rufen immer 20 Stück ab, alle zwei Monate. Da haben wir auch immer ein Zahlungsziel von 30 Tagen. Das ist für uns als Startup für den Cashflow einfach ideal. Also das hier ist mein Lieblingsbauteil von Xometrie. Einerseits, weil es sehr, sehr groß ist, aber andererseits, weil es sehr, sehr kompliziert ist. Es ist sowohl fürs Design zuständig, wie man hier sehen kann, noch für die Stabilität vom Rahmen. Und dieses Bauteil muss sehr, sehr oft in einem genauen Grad gebogen werden, dass am Ende wirklich der Rahmen zusammenpasst. Dass hier einfach die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Biegungen hintereinander erfolgen und alle bündig hier abschließen. Egal wie kompliziert es ist, fertig lackiert, perfekt gebogen. Ja, online bestellt und deswegen macht mich das so glücklich. Das Design vom Bike nennen manche auch Kaffee Racer. Ein Racer gewesen damals, um zum Café zu fahren. Und ich hatte immer so diese Liebe für Retro-Bikes. Und meine Idee war, wenn ich eine nachhaltige Version davon mache, einen Elektro-Racer, dann ist es quasi kein Kaffee, sondern ein Black Tea. Weil ich trinke auch gern schwarzen Tee, aber kann es theoretisch auf diesen Dingern sogar Wheelies machen. Was uns auch besonders macht, ist, dass wir mit einem sehr, sehr kleinen Team immer sehr, sehr viel Output erreicht haben. Also wir waren nie mehr als 3 Vollzeitangestellte. Wir sind simpel und einfach und seit Tag 1 community-driven. Wir haben Kunden, die auch ab und zu mal vorbeikommen und uns bei der Produktion der Motorräder helfen.